Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TikTok Tuesday! Wir starten mal wieder ganz klassisch mit dem besten TikTok der Woche. Also, wer mir noch nicht bei TikTok, LaserLuca, gefolgt ist, soll sich auch auf Instagram, ne? Wer Sprachen lernen, Bubble. Auf diesem Bein steht trocken. Dabei ist er einfach nur nass. Danke für die Weisheit des Tages. Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode TikTok Tuesday, das Format, wo Qualität ganz groß geschrieben wird. Was? Das ist ein TikTok von einem Lehrer, der von seinen Studenten, also von seinen Schülern aus einer Videokonferenz gekickt wurde? Alles klar. Meine Frau testet jetzt ihr neues Scheibenwischgerät. So, und jetzt geht das los. Das hat ja schon mal super funktioniert. Die Kanne ist schon mal kaputt. Warum habe ich so viel Schadenfreude in meinem Körper? Naja, immer noch besser als Hilfe-Schauspieler. Ja, die Quarantäne macht uns alle verrückt. Wie ihr wahrscheinlich auch in meiner heutigen Instagram-Story gesehen habt. Was ist denn das? Ja, was passiert, wenn ich da reindrücke? Okay, ich habe mich jetzt vorbereitet. Also eigentlich kann mir das jetzt nicht nochmal passieren. Von daher... Was machst du da? Du kannst doch nicht einfach das Licht einschalten, ich sehe nichts mehr. Das ist hundertprozentig die Wahrheit, Freunde. Egal, ob ich mit meinem Vater, meiner Mutter oder mit irgendwelchen anderen Leuten, mit denen ich nicht verwandt war, gefahren bin, immer wenn man hinten gesessen hat und das Licht angemacht hat. Ich sehe nichts mehr. You don't have a double chin. What you do have is bad posture. So all you need to do is two steps. Bring your shoulders up, back and down. Bring your chin slightly forward and then slightly down and look at the difference that makes. Man kann mich mit so einem Schwachsinn zum Lachen bringen. They're missing the other half of this McDonald's logo. Haben wir kein bisschen Qualitätscontent heute? Das ist ja, das sieht ja ultra satisfying aus. Finally. Oh. Ich weiß gar, was soll ich jetzt sagen? It's a fruit, and it's the same thing as a color. Yellow. Ja, Manni, welche Frucht da ist wie eine Farbe? Richtig, gelb. Ey, ich weiß, ich sag das in jedem verdammten Video, aber es ist halt auch wieder die Wahrheit. Das ist mein Leben in a nutshell.
Deutsch. Ah, schon eine schöne Sprache. Ich gehe heute früh schlafen, da morgen wieder Homeoffice ist. Ich gehe heute früh schlafen, da morgen wieder Homeoffice ist. Der Pachycephalosaurus ist der größte Dinosaurier aus der Familie der Vogelbackensaurier. Nur die echten TikTok-Tuesday-Fans werden das jetzt verstehen. So, Leute, wir haben uns hier an der Tanke Sachen gekauft und dann haben wir, gönnen wir uns jetzt und ich zeig euch jetzt. Ach, ich bin so fett. Mein Beileid. Vielleicht dann in der nächsten Folge. A homie texts me and he says, I bet you 200 bucks by Monday you won't be TikTok famous. I said, you know what? I'll see my 200 bucks on Monday. What? Sieht das so schön aus, wenn man einfach nur Smarties und dann Wasser in die Mitte? Hallo, hallo. Einmal das hier und die drei. Sind Sie denn schon 18? Ja, meinen Sie, ich habe 30 Euro mein Fahrrad getankt oder was? Oma, das Kräuterkästchen klemmt. Du Schlingel, hast du mich wieder? Warum haben wir eigentlich in jeder Folge diese Oma mit ihrem Enkelkind dabei? Ein Hase geht in einen Supermarkt einkaufen. Was kauft er wohl ein? Es sind keine Eier und keine Schokohasen. Es wäre ein Mundschutz gewesen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Respekt! Ich wäre nicht mal 3 Meter hochgekommen. What's up, guys? This is my girlfriend, Ashley. We've been dating for like a month now. She's kind of... Oh, hold on. She likes to... She wants to kiss. All right, let's go. Das ist tatsächlich auch wieder mein Liebesleben in a nutshell. Ich bin schon ein ziemlich fettes Opfer. If you have something that you don't want and that nobody else wants and that causes nothing but problems, just throw it away. Ihr wisst Bescheid. One day of being a YouTuber. Hey guys, 1 week of being a YouTuber. Yo, what's going on guys? My name's Roborgi. This is 1 month of being a YouTuber. What is going on guys? My name's Roborgi. Welcome back to yet another video. Don't forget to smash that subscribe, smash that like, press for- Ja, ihr wisst Bescheid. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar. Irgendwie habe ich gehofft, dass er ins Wasser fällt. Und da kommt wieder meine Schadenfreude raus. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Für mich ist es zum Beispiel am schönsten, wenn ich bin wie der Wald. Dicht. Okay. Wow. Also, das war jetzt schon der 2. Clip von euch hier heute. Das Niveau, ey, das ist nicht mehr zu greifen. So my girl has been super upset because her dog died, but I surprised her by getting her another one just like it. What the f***? Why is there another dead dog in the house? What? I thought you wanted one just like it. Not a dead one, what the f*** is wrong? Du kriegst auf jeden Fall den Preis für den besten Freund des Jahres. You suck. How's it feel to get beat by your little sister? Ich will's nicht sagen, meine lieben Freunde, aber ich habe auch eine kleine Schwester und bei uns war's damals genauso. Von daher... Könnt ihr eigentlich... Kann einer von euch mit Harmonika spielen? Ich nicht. Ah! Alles klar. Hey babe, if we adopt a boy, I want to name him Brody, so that I can call him bro. And then as a teenager, he'll be like, I'm not your bro, dad. And I'll be like, I'm not your dad, bro. I'm single. Was habe ich mir hier gerade angeguckt? Das frage ich mich grundsätzlich bei jedem TikTok, was ich mir anschaue. Abby. Hi. Who's here? No one. Abby, mom said you can't have people over. It's quarantine. I don't have anyone. Is it a boy? Hey Abby, just make sure you're keeping 6 feet for... Plus an extra 3 for Jesus. Hey,
Meow. What is wrong with you? Das bin hundertprozentig ich früher gewesen. Oder vielleicht auch jetzt immer noch. Warum machst du TikToks und malst nicht beruflich? Are you bleeding? Like I'm bleeding. Remember life's so easy. Ey, Jungs, ohne eure TikToks würden wir nur halb so viel lernen in den TikTok Tuesday Episoden. Oh, you need a mask? Oh, okay. Alright, let's see if you let me in. If you let me in. You like the mask, though? Got my TikTok. Mission successful. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Alexa? Ja? Spiele Take on Me von Aha. Turn on Me? Hat er nicht. Ich kann Turn on Me nicht in deiner Media. Alexa, aus. Chill mal, Junge. Dim, dim. Nochmal. Alexa, spiel Take on Me von Aha. Hier sind Titel basierend auf... Alexa, spiel doch einfach Take on Me. Denn wenn mich jetzt nochmal so anbaut, kündige ich... Ist die Wahrheit. Can I go to the bathroom? In Espanol, por favor. Puedo ir al baño. I don't care, just go. Are you serious? On my time? Absolutely not. You should have went yesterday. Now class, why do we believe that Joe asked to use the bathroom? Did you read the 700 pages I assigned last night? Well, that's my answer. I don't know. Can you? Oh mein Gott. Okay, er hat extrem recht. Ich wusste nicht, dass es in Amerika auch so ist, dass es da Lehrer gibt, die einfach so sagen, can you? Weil in Deutschland, ey, immer wenn ich gefragt habe, kann ich mal auf Toilette gehen? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Bro, dude, sick spot. Let me hide with you. No, no, I swear, I can fit. I can fit. Watch, watch. Check this out. I'm stuck. Ja. Und an der Stelle würde ich die heutige Episode TikTok Tuesdays auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Folgt mir auf TikTok und Instagram. Ich heiße der LaserLuca und schreibt mir euren TikTok-Namen unten in die Kommentare, denn dann kommt ihr eventuell in die nächste Episode. TikTok Tuesday nächste Woche Dienstag. Und ihr findet jetzt hier ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Es ist kostenlos und ich verpasse keine Videos mehr wie das hier gerade beispielsweise. Also klickt auf den Smiley, wenn ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Und hier findet ihr ein anderes Video verlinkt. Mega cool, da esse ich amerikanische Süßigkeiten. Es war echt lecker. Also klickt da drauf.